Jetzt geht's los, ab nach Speyer. Gott, geht das schon los schon wieder? Geht schon wieder los hier? Ist denn da noch Platz? Der Meister hat natürlich für die Fahrt eingekauft. Schön stinky, stinky machen. Perfekt. Beste. Sitzt du hinten, Janis? Danke. Wieder orange. Oh. Ja. Janis hat schon gesagt, von wegen sind schon wieder dreckig. Neu lackieren, oder? Nur weil ich gestern Abend nochmal neu gewaschen habe. Wollen wir es nochmal neu lackieren? Gestern Abend, wann sind wir hier weg? Um 10. 10, 11 und sowas. Habe ich Vio heimgefahren und dann war ich nochmal schnell an der Tanke und nochmal schnell das Auto gewaschen. Habe ich nicht übers Herz gebracht, mit einem schmutzigen oder blütenverstaubten Auto umherzufahren. Neue Felgen gestern draufgeschraubt und dann fährst du mit dem dreckigen Auto rum. Das geht nicht. Das geht nicht, ne? Wir sind jetzt hier in der Toskana mit Kaktus und wie Agra oder wie die Pflanzen auch heißen. Bei unserem Roadtrip haben wir hier mal einen Stop gemacht. Immer schön die Rüssenhocke, ganz wichtig. Ist auch geil, dass neben dir das McDonalds-Schild zu sehen ist. Fetzt jetzt. Los. So, Aufnahme. Aufnahme läuft. Drück Start. Wir sind ein Stück rum. Alter. Ja, richtig hoch hier. Ich will nicht rückwärts runterfahren. Ich eigentlich auch nicht. Das ist ein Flieger, Alter. Das ist voll geil. Also was wir immer noch nicht erklärt haben, wir sind hier in Speyer. Speyer ist in Baden-Württemberg in Deutschland und hier befindet sich ein Technikmuseum. Oh, guck mal hier, ein Kohlenblock. Jim Knopf, Junge. Ah ja, wird an allem dran rumgehebelt. Fette Haken. Aber machst dir gar nicht so einen Kopf drüber. Hier machen wir das Ding auf und schippen hier als wir die Irren rein. Das stimmt wohl. Und die beschweren uns, wenn es 20 Grad sind. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube auch hier war es ein bisschen frisch. Hier, packst du dir so einen Stahl an hier irgendwo. Puh! Ja. Brennt die Flosse. Wieder Eis. Hier ist ein Messerschnitt B09. Das ist eins unter zwei Flugzeugen, die in Deutschland noch existieren, davon, die eine Kampfgeschichte hatten. Das Flugzeug musste notwassern im Roten Meer wegen Motorschaden und 1996 wurde das 3 Jahre lang restauriert. Wurde hier nach Speyer zurückgebracht, wo es auch 1940 stationiert war. So, wir sind jetzt hier im IMAX Kino vom Technikmuseum Speyer. Bevor es dunkel wird, zeige ich euch mal, wie krass die Kuppel ist, wo dann der Film läuft. Das sieht auf dem Video natürlich nur nicht so wild aus. Kann man nicht so sehen, aber pass auf, jetzt sind wir gleich über Kopf. Da sitzt der Janis und der Escher. Kann losgehen. So, warten auf ihren Film, hier ist der Bob. Hallo. Hallo. Ein bisschen Trivia am Rande. Wir stehen hier vor einem Wasserflugzeug, Canard Air. Und wer sich an seine Kindheit zurückerinnert, der kennt bestimmt Baloo und seine tollkühne Crew. Die Segel war auch von Canard Air, auch im typischen Gelb-Rot. Ein bisschen anderes Modell, aber ähnlich. Und da oben sehen wir Janis an der Russenhocke. Aktuell sonnen wir uns hier, weil ist ja heute ein schöner Tag. Allerdings unter der Boeing, wie man hier sieht. Edel! Auf geht's! Oh!
sagte er und verschwand im schwarzen Loch. Weißt du, was ich mich frage? Was mit der Kohlen ist? Nee, wie ist das, wenn du in der Weltraum forzt? Das verteilt sich ja nicht. Also hast du eine Forzblase, die ewig da drin rumschwimmt. Das heißt, der Forz ist ja konserviert quasi. Da hast du einen Forz für die Ewigkeit hinterlassen. Ja. Einen epischen Schwenk mal. Technik für Anfängerstunde. Wir sind hier in einer Antonov. Das sind Winden. Hier ist eine sogenannte schräge Windewelle angebracht. Die hat eine sogenannte Endlosnut, weil hier läuft ein Schüsschen drin und das läuft dann immer hin und her. Das sorgt dafür, dass dieser Schlitten, der hier drauf montiert ist, immer denselben Abstand das Seil legt, sodass die Seile nicht scheiße liegen, sondern immer schön nebeneinander. Dafür ist die Kehrgewindehölle. Frage? Ja? Muss sie sich dafür drehen? Natürlich. Die Welle dreht sich nicht. Oder die, doch, die Welle dreht sich. Hier über diesen kleinen Motor. Ah. Und... Oh, dachte ich mir fast. Da brauche ich nicht viel Kraft, weil... Ach so. Das ist ja nur zum Umlegen der Seile. Okay. Warum hat das eigentlich nicht jede Seilwinde? Das zu teuer ist. Echt? Okay. So eine Welle muss gedreht werden, geschliffen werden, gehärtet werden, gefräst werden und dann liegt man dann bei 400-500 Euro, je nachdem wie präzise man das haben will. Ah. Ich glaube für so ein Jeep-Gewinde, Seilwinde, ist das eigentlich ausreichend, wenn du das so ein bisschen per Hand machst. Okay. So, nachdem wir im Technikmuseum waren, sind wir jetzt gleich bei Sturmkind, besser bekannt von Das Ding des Jahres. Die haben Drift entworfen, gucken uns da die Produktion an. Wir kümmern uns gerade noch um den Parkplatz, es regnet gerade ein bisschen. Und ja, besprechen das kommende Videoprojekt mit Sturmkind bzw. mit Drift. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wir sind bei fünf Jungs in Frankfurt und testen hier mal. Wir finden es schon mal sehr geil, dass es Erdnüsse for free gibt. Dann gibt es Haufen Toppings auf dem Burger for free. Gute Jungs. Jetzt am Wochenende waren wir bei Sturmkind. Das ist der Lieferant oder Produzent von dem sogenannten Drift. Und das ist ein kleines, über das Smartphone gesteuertes RC-Fahrzeug, was sehr realistisch und detailgetreu echten Autos nachempfunden ist, von der Fahrbewegung und der Dynamik her.
Wir haben uns dazu entschieden, einfach mal beide auszuprobieren. Es gibt zwei Versionen, auch wenn man das von außen noch nicht so kennt. Hier steht es drauf, das ist ein Red Turbo. Farbe sagt es natürlich, er ist rot und hat Motorsound von einem Turbofahrzeug. Und du hast einen? Ein Silver V8. Und er wird wahrscheinlich silber sein und er wird wahrscheinlich einen Motorsound von einem V8-Fahrzeug haben. Die sind noch frisch versiegelt. Hier ist ein bisschen Kleingram. Das Coole ist, von wegen, man hat 30 Minuten Fahrzeit. Man lädt auch nur 30 Minuten. Das ist eigentlich eine coole Sache. Wird über USB geladen. Ist halt ein sehr kleines Auto. Aber ich denke, das ist ganz ziemlich witzig für mal eben einen Race auf dem Tisch. Auf jeden Fall. Hier haben wir ein schönes Unboxing-Messer. So, das Siegel ist offen. Bitte sehr. Klappen wir das mal so nacheinander vorsichtig auf. Das ist richtig schick gemacht. Oh. Was ich sehr geil finde, das habe ich vorher schon mal gesehen, hier wird direkt unterschrieben, wer dieses Fahrzeug zusammengebaut hat. Und zwar in dem Falle war es hier die Miriam. Guck an. Das ist auch immer ganz cool. Da haben wir direkt schon so ein paar Curbs, nennen sie sich. Die kann man fröhlich auf dem Tisch verteilen und dann kann man schön Runden drumherum fahren, damit man ein bisschen sich eine kleine Strecke daheim auf dem Tisch baut. Das Hauptteil ist wahrscheinlich hier drin, in dieser schicken carbonähnlichen Box. Die ist so ziemlich fest und hart. Das ist cool, weil dann kann man es später, wahrscheinlich reicht es, wenn man das so transportiert. Das ist auch sehr schick gemacht, weil ist nochmal schön ein kleines Läppchen drin, damit er nicht verkratzt. Und hier sieht man schon das kleine rote Fahrzeug. Ja, mit den großen Fingern da erstmal reinkommen. Ja, sieht doch schick aus. Ja, und wie ist es bei dir? Bei mir sieht es natürlich sehr ähnlich aus. Man sieht, schicke Hülle. Bei mir ist allerdings alles in schwarz. Nicht wie bei dir. Und es ist auch sehr schön hier zu sehen. Ziehe ich jetzt einfach mal, um ihn rauszuholen. Edel, ne? Mhm. Schnieke. Was auch noch ist, bei diesen Karten, die hier drin klemmen, sieht man auf der Rückseite die technischen Daten des Fahrzeugs. Bei meinem Red Turbo haben wir einen Hubraum von 3,4 Liter, eine Leistung im Verhältnis natürlich, von 565 PS, ein Drehmoment von 570 Newtonmeter, etwa 1,6 Tonnen Gewicht und von 0 auf 100 würde das entsprechen einer 3,4 Sekunden Beschleunigung. Bei mir steht, dass er einen Hubraum von 5,2 hat, dass er Leistung von 550 PS hat, ein Drehmoment von 600 Newtonmeter. An Gewicht hat er nur 1,6 Tonnen. Geht eigentlich, finde ich. Und von 0 auf 100 ist er von 3,3 Sekunden. Hier im unteren Bereich, das kann man ein bisschen hochklappen, befindet sich natürlich, was auch noch sehr wichtig ist, ein USB-Kabel zum Laden. Und man sieht, da ist auch ein Bimbus oder Torx. Nein, es ist ein Torx, ein Vielzahn. Schlüssel, den man benötigt, um das Fahrzeug hat halt die Eigenschaft, dass es sich beim Beschleunigen quasi auch neigen kann oder auch in Kurvenbewegungen fängt es an, sich zu neigen. Und wenn das irgendwie diese ausbalanciert, wenn das nicht gegeben ist, kann man das mit dem Torx-Schlüssel wohl nachstellen. Wird man wahrscheinlich alles hier in dieser Bedienungsanleitung auch noch finden. Ich glaube, ich habe es eben auf den ersten Blick kurz hier hinten gesehen, ja, ne, wenn er natürlich vorne hoch steht, ist nicht richtig, hinten hoch steht, ist nicht richtig. Er sollte möglichst gerade sein. Was natürlich auch sehr cool ist, man hat hier Aufkleber, sodass man so gesehen individuell dieses Fahrzeug gestalten kann. Was hier auch noch mit drin ist, wo ich schon sehr gespannt drauf bin, ist eine sogenannte Start- oder Ziellinie. Ich habe gehört, das muss man sich nur auf den Boden legen, wenn man in Richtung mit dem Auto da drüber fährt, startet und stoppt eine Rundenzeit. Also sprich, wenn man sich eine Strecke oder irgendwas gebaut hat, oder nur, was ich, die Tischlänge, kann man wohl dadurch quasi erkennt, dass durch diese Linienform erkennt das Fahrzeug,
jetzt bin ich über die Start- oder Ziellinie gefahren. Das finde ich eine sehr geile Sache eigentlich. Kann man schön Zeiten messen. Ich glaube, sonst ist nicht viel weiter drin. Demnächst werden wir wahrscheinlich das mit unseren Smartphones mal verbinden und mal sehen, ob wir halbwegs geradeaus fahren können damit.